Liebe Backnangerinnen und Backnanger, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Angesicht der aktuellen Corona-Krise wende ich mich mit 6 Botschaften vertrauensvoll an Sie. Erstens, wie Sie der städtischen Homepage entnehmen können, hat die Regierung des Landes Baden-Württemberg heute mit Wirkung vom morgigen 17. März 2020 eine für uns alle unmittelbar geltende Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft gesetzt. Auf diesem Wege werden die vom Land Baden-Württemberg, vom Rems-Murr-Kreis und von der großen Kreisstadt Backnang verfügten Maßnahmen der vergangenen Tage aus nachvollziehbaren Gründen ergänzt und verschärft. Ab morgen früh 0 Uhr wird damit das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt weitestgehend ruhen. Zweitens, die Gesundheit von uns allen, gerade auch die Gesundheit von älteren Menschen, von Schwangeren und von Menschen mit Vorerkrankungen, hat in dieser ernsten Lage in jeder Hinsicht und uneingeschränkt Vorrang. Drittens, mitmenschliche Hilfsbereitschaft und Solidarität sind das Gebot der Stunde. Bieten Sie Freunden, Bekannten und Nachbarn Ihre Hilfe bei den wichtigen Dingen des Alltags, wie etwa beim Lebensmitteleinkauf, an. Viertens, über unser ganz besonderer Dank gilt allen, welche die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, die Sicherheit und die Versorgung in diesen Tagen gewährleisten. Allen voran Ärzten, Apothekern, medizinischen Pflegeberufen, der Polizei und der Feuerwehr sowie allen anderen Hilfs- und Rettungsorganisationen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebensmittel-, Transport- und Verkehrswirtschaft, von Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie von Kläranlagen. Fünftens, es ist uns bewusst, dass die gegenwärtige Situation für viele Freiberufler, Gewerbetreibende und Unternehmen sowie deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer existenzbedrohende Auswirkungen haben kann. Bund, Länder und Kommunen müssen deswegen sehr bald Auffanglösungen vorschlagen. Niemand darf im Stich gelassen werden und erst recht darf niemand wegen der Corona-Krise ins Bodenlose stürzen. Sechstens, wir müssen trotz dieser Krise Tatkraft, Zuversicht und Optimismus behalten. Es wird ganz sicher auch eine Zeit nach der Corona-Krise geben. Je vernünftiger, engagierter und hilfsbereiter wir durch diese Krise gehen, desto besser werden wir sie bewältigen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, behalten Sie einen kühlen und klaren Kopf. Verzichten Sie auf vermeidbare soziale Kontakte, halten Sie Abstand zu anderen Personen. Mit vereinten Kräften werden wir diese Krise meistern. Alles Gute für unsere Stadt und alles Gute für Sie und Ihre Gesundheit.